wenn ich etwas möchte, dann rufe ich auch gerne mal an. Vor allen Dingen, wenn ich einen Tisch reservieren möchte. Und gerade in Restaurants ist ja das Telefon noch ein wichtiges Kommunikationsinstrument. Aber wir wissen, wie das ist. Überall, wo wir anrufen, schnell landen wir entweder in der Besetzlinie oder es geht niemand ran oder ich muss 1000 Tasten drücken. Wir wissen aber auch, wer schneller ans Telefon geht und wer als Erster ans Telefon geht, der kriegt den Gast, den Deal und das Geschäft. Ein virtueller Telefonassistent kann also helfen, das Geschäft gut zu entwickeln und seine Gäste glücklicher zu machen. Virtueller Telefonassistent, das ist im Prinzip der Name von Vitas. Tobias Bäumler hat sich genau so diesen Gedanken vorgenommen und ein Unternehmen daraus entwickelt. Genau. Wir gehen für Unternehmen ans Telefon, unter anderem eben für die Gastronomie, Hotellerie oder auch andere. Und wir entlasten genau die Leute an diesem Telefonkanal. Das heißt, meistens ist es nicht so gedacht, dass die Leute die ganze Zeit ans Telefon gehen, sondern sie haben andere Tätigkeiten, die sie vor Ort eigentlich tun sollen. Und das Telefon läuft immer nur so ein bisschen mit. Unser System ist 24/7 am Tag erreichbar, geht ans Telefon und beantwortet in natürlicher Sprache die Anfragen, kann Anfragen, wie beratungsintensiver sind, auch protokollieren. Aber Tischreservierungen oder Ähnliches auch komplett automatisiert durchführen. Das heißt, ich kann da einfach anrufen und ich kann auch so ein bisschen sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Absolut. Wir basieren komplett auf natürlicher Sprache. Bei uns gibt es kein Tastendrücken mit drücken Sie die 1 oder 2, sondern es gibt ein natürliches Gespräch. Das System fragt nach, wenn es irgendwas nicht verstanden hat und ich kann in komplett normaler Sprache mit dem System interagieren. Und das heißt, die künstliche Intelligenz hilft hier sozusagen in der Unschärfe die eigentliche Information herauszufiltern. Genau, und das Ganze dann auch sehr simpel für den Nutzenden zu machen, also für den Gastronomen. Das heißt, wenn ein langer Satz kommt mit, ich würde gerne eine Feier durchführen, dann hat er halt am Ende auch nur die Informationen, die er braucht. Genauso aber auch, wenn ein Tisch verschoben werden soll oder wenn man sagt, geht es auch ein bisschen später oder kann ich auch ein bisschen früher kommen. Das sind genau diese Art von Floskeln, mit denen wir auch sehr gut klarkommen. So ein Gespräch zu Skripten ist ja eine ganze Menge Arbeit. Ich stelle mir also vor, ich brauche da Tage, Wochen, um nachzudenken, wie ich meine Fragen beantworte. Wie ist das bei euch? Extrem simpel. Das ist wirklich etwas, worauf wir uns konzentrieren. Wir möchten, dass auch technische Laien das System konfigurieren können, ohne dass sie vorher eine Ausbildung gemacht haben. Das heißt, es gibt Vorlagen, wir unterstützen beim Prozess und in 15 Minuten ist man normalerweise durch die erste Einrichtung durch. Super, das heißt, nach 15 Minuten kann im Prinzip der erste Tisch vergeben werden. Ja. Bedingung ist aber natürlich, dass dann auch der sozusagen System dahinter hängt, das den Tisch dann wiederum reserviert. Genau, wir bieten immer eine Standalone-Lösung, da können wir Informationen aufnehmen, die dann aber noch vom Menschen bearbeitet werden müssen. Es ist aber möglich, mit Integrationen auf Kalendersysteme oder Ticketsysteme auch viel mehr Automatisierung durchzuführen. Und da sind wir jetzt dabei, das immer weiter auszubauen. Super, das heißt, der Wirt, der Betreiber, der Unternehmer spart Personal für die sozusagen routinierten Dinge und für die wichtigen, emotionalen und komplizierten Fragen ist der Mensch dann, hat dann eben mehr Zeit. Genau, man kann auch jederzeit, das System kann auch jederzeit in das Lokal eskalieren. Das heißt, der Anruf wird weitergeleitet, wenn das so gewünscht ist. Das lässt sich alles komplett konfigurieren. Und wir möchten dabei eine Win-Win-Situation sowohl für die Leute am Telefon als auch für die Leute vor Ort, die sich ja um die Gäste vor Ort kümmern sollen, schaffen. Wunderbar. Wir sehen also, Vitas ist eine sehr lebendige Application, um Telefonanrufe anzunehmen, gut zu beantworten und Gäste eben glücklich zu machen mit einer schnellen, unkomplizierten Buchung. Viel Erfolg weiterhin hier auf der Internorga und dem KI-Center. Vielen Dank.